Die Südschule in der Döberrheiner Straße ist Jenas kleinste staatliche Grundschule. 2007 bis 2008 wurde das über 60 Jahre alte Schulgebäude saniert und erhielt zusätzlich den roten Anbau, in dem sich unter anderem der Hort befindet. 160 Kinder zu je 2 Klassen pro Jahrgang werden hier von 10 Lehrern und 9 Hortbetreuern ausgebildet. Also die Südschule zeichnet sich aus dadurch, dass sie eine bewegungsfreundliche und gesundheitsfördernde Grundschule ist. Wir haben auch ein reichhaltiges Angebot an musischen und auch an künstlerischen Arbeitsgemeinschaften hier. In den Pausen wird darauf geachtet, was die Kinder essen. Trinken dürfen sie, wann immer sie Durst haben. Wie hier nach dem Deutschunterricht lesen die Schüler die Pause begleitend eigene Geschichten vor. Längst ist man auch an den staatlichen Grundschulen vom Schema F wie Frontalunterricht abgekommen. Je nach Bedarf und Lehrstoff arbeiten die Kinder in kleinen Gruppen zusammen. Wir haben also Kinder, die brauchen einfach genügend Zeit, um Erfahrung damit zu sammeln, wie sie akustisch und optisch Wörter zum Beispiel analysieren. Das bedeutet, dass die Lehrerin dann durchaus einen lehrerzentrierten Unterricht anbieten muss. Aber auf der anderen Seite haben wir eben durchaus auch Kinder, die schon reichhaltige Buchstabenerfahrung haben und die wir dann mit Hilfe einer Lauttabelle mehr oder weniger losschicken, mit Buchstaben zu jonglieren, Buchstaben kennenzulernen. Zurzeit lernen die Kinder der 1a den Buchstaben N. Dabei begleitet sie immer Hugo die Raupe. Die einzelnen Glieder der Raupe stehen für einen Buchstaben, der mit einem bestimmten Gegenstand oder Lebewesen verknüpft ist, wie L für Löwe oder W für Würfel. Spielerisch wenden die Schüler so das Alphabet an. In den Hofpausen und im Hort, der bis 17 Uhr geöffnet hat, steht den 1- bis 4-Klässlern ein großes Außenareal zur Verfügung, inklusive Spielplatz, Sandkasten und Bolzplatz. Im Sommer wird der Unterricht zeitweise auch ins Freie verlegt. Dafür gibt es das sogenannte grüne Klassenzimmer und einen eigenen Garten. Einen Einblick in den Alltag an der Südschule kann man am 1. Dezember bekommen. Besonders für Jenaer Kitas veranstaltet die Schule einen Schnuppertag. Ein Infoabend für Eltern wird am 8. Dezember ausgerichtet.